Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei timetodo.ch. Auch die Zuschauer aus Deutschland, aus Österreich und überall in Europa, die uns über Astra nun empfangen können, begrüße ich sehr herzlich und natürlich unsere Stammzuschauer aus dem Schweizer Kabelnetz. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute gibt es einiges Neues. Was bewegt sich bei Time to Do? Was wird sich ändern? Ändern, manchmal ist die Zeit reif, Änderungen herbeizuführen. 5 Jahre am 1. Oktober, am Samstag, sitze ich 6 Jahre hier, jeden Abend von Montag bis Freitag unter dem Stichwort Zeit zu handeln oder Time to Do. Viel, viel gearbeitet, viel, viel getan und immer wieder die Problematik auch der Sendungsfinanzierung und Ähnliches. Nun habe ich mich entschlossen, einen neuen Weg zu gehen. Das Neue ist, es wird Time to Do über Kabel nur noch von Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, also von Dienstag bis Donnerstag geben, 3-mal in der Woche. Denn ich habe auch eine andere Aufgabe übernommen und werde jetzt Menschen helfen, ins Fernsehen zu kommen. Bei Astra gibt es viele Möglichkeiten. Was heißt viele Möglichkeiten? Menschen, die wollen, können dort ihre eigenen Sendungen produzieren. Wir haben einen super Tarif, der noch dieses Jahr gilt, bis Ende Dezember. 30 Minuten Sendezeit, 500 Schweizer Franken, das ist eine Sensation und das können wir auch umsetzen. Wir sind im neuen Studio, es gibt noch ein bisschen technische Probleme, mal hier, mal da, aber Kleinigkeiten, die wir natürlich in den Griff kriegen. Dann gibt es 4 Studios, in denen wir aufzeichnen können. Natürlich gehen auch Außendrehs und weitere Dinge. Warum tue ich das? Ich tue das einfach. Ich habe immer mal gemeint, irgendwann wachen die Menschen auf und erkennen, was wir hier tun und warum wir das tun. Und ich habe am wenigsten davon gehabt. Nein, mir sind sogar noch einige Schulden übrig geblieben. Das Betreibungsamt ist mir auf den Fersen und lauter solche Dinge. Und das möchte ich einfach nicht mehr. Ich habe jetzt lange, lange daran gearbeitet und einfach gesehen, dass die Resonanz doch nicht von den Menschen so angenommen wird. Vielleicht denken sie, alles ist umsonst auf dieser Welt. Ich habe in meinem Leben gelernt, das ist nicht so. Es muss immer ein harmonischer Ausgleich hin. Und wenn ich dann die vielen Briefe kriege, die sich bedanken bei mir, dass sie eine medizinische Lösung gefunden haben für ihre Probleme aus der Alternativ- oder Komplementärmedizin oder anderes, dann freut mich das sehr. Aber es hilft mir nicht weiter, denn Fernsehen kostet nun mal Geld. Wir machen das wirklich zu Preisen und keiner von uns ist reich geworden oder wird in Zukunft reich werden, weil das auch nicht unsere Zielsetzung ist. Aber wenn ich immer wieder Probleme habe und mir überlegen muss, wie ich dies oder das bezahle und dann auch nebenher irgendwelche anderen Dinge tun muss, dann noch die Vorwürfe kommen von Einzelnen, ich wäre geldorientiert oder ich würde nur Sendungen machen, die irgendwelche Produkte verkaufen, dann muss ich sagen, man hat das nicht verstanden. Und wenn man es nicht versteht, ja, dann muss ich es lassen. Dann muss ich andere Wege gehen. Andere Wege gehe ich nun, denn ich werde wieder dahin gehen, wo ich irgendwann mal hergekommen bin, nur für Unternehmen, die zum Wohle aller arbeiten, die beraten, wie machen sie Fernsehwerbung, wie können sie mit ihren Produkten besser in den Vertrieb gehen, Plattformen zur Verfügung stellen, Social Networks zur Verfügung stellen, Newsletters, alle diese Dinge, Vorträge halten für Menschen, die bereit sind, auch dafür was zu bezahlen. Und da mache ich im nächsten Jahr eine Tour durch ganz Deutschland, Österreich und Schweiz unter dem Namen Time to Do and Friends. Wir werden immer in den Städten das vorankündigen, auch über das Fernsehen. Aber ich mache nichts mehr umsonst. Habe ich jahrelang gemacht, vielen geholfen und das Ergebnis war nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Also, was sagt das Universum? Dann mache ich irgendwas falsch. Dann muss ich es natürlich anders machen. Es gibt viele Möglichkeiten, in so einem Sender Geld zu verdienen. Und das auch mit tollen Produkten, mit Produkten, die für die Menschen gut sind und auch mit anderen Dingen. Nur, wenn ich hinsetze und mache eine Sendung wie aktuell, wo immer wieder Informationen und Hintergründe drin sind und dieses dann nicht gewertschätzt wird, auch die Sendung kostet mich 2000 Franken, denn die Sendezeit muss nun bezahlt werden, sonst haben sie irgendwann ein Schwarzbild und dann ist keinem mehr geholfen. Aber wenn die Menschen das so nicht annehmen wollen oder ich dann noch irgendwelche seltsamen Kommentare höre oder ich in Mainstream-Medien da vorgeführt werde und alle sagen, hehehe, und keiner meint, er muss mich unterstützen, ja, dann muss es nicht sein. Dann werde ich die Informationen den Menschen zur Verfügung stellen, die mich unterstützen und die bereit sind, auch dafür etwas zu bezahlen, weil im Leben ist nichts umsonst. Es geht nicht nur um Geld, es geht auch um den harmonischen Austausch. Und was hat mir mein lieber
alter Berater gesagt, alt in Anführungszeichen, gut, er ist schon 89, aber er sagt immer, Norbert, du musst jetzt dich einmal wertschätzen. Und wenn die anderen das nicht tun, dann gehe einen anderen Weg. Schade, ich hätte das gerne voll Dynamik weitergemacht, aber es geht so nicht mehr. Es geht mir auch an den Nerven, muss ich sagen. Und wenn meine Gesundheit anfängt zu leiden, dann mache ich sofort einen Schritt zurück. Das Wichtigste, das kennen Sie von mir, ist unsere Gesundheit. Und die muss erhalten bleiben, denn das ist das ganz Entscheidendste an der ganzen Geschichte, dass wir gesund bleiben. Und ich freue mich, dass ich solche Briefe kriege. Blenden wir doch gerade mal einen ein, den ich jetzt vor kurzem wieder erhalten habe. Und zwar schreibt mir der Jörg, lieber Norbert, vorerst herzlichen Dank für deine ausdauernde, informative, journalistische Tätigkeit in Time to Do. Dein professioneller Umgang mit Kritik, ja gar die Einordnung von Verleumdungen, dürfte viele Menschen ein Vorbild sein, die sich immer noch in Schuldzuweisungen oder mit Schuldzuweisungen herumplanen. Danke auch dem Team vom unabhängigen Sender Schweiz 5 für die aufbauende Tätigkeit, viele Menschen wieder durch eine Chance eröffnet, Wahrheiten aus höherer Sicht zu erfahren. Den begabten, weitsichtigen Medien und Lebensberaterinnen, die sich oft seit ihrer frühen Jugend zum Wohle der Menschheit verschrieben haben, können wir nur danken. Ebenso danken wir für die mühevolle Aufklärung der Menschen durch Himmelsbotschaften, dem Leid auf Erden beizukommen. Dies beinhaltet meist unsere eingefleischten Gewohnheiten und allzu menschliche Sichtweisen zu korrigieren. Unser oftmals oberflächlicher und gedankenloser Umgang mit der Natur, verbunden mit dem Tier- und Pflanzenreich bis zu den Mineralien, bedürfen einer Neuausrichtung. Nun wünsche ich allen Beteiligten weiterhin Freude und Geduld in eurer Tätigkeit. Jörg K. 39. Liebe Zuschauer, Dankeschön für so einen Brief. Und das ist das, was mich immer wieder motiviert hat, weiterzumachen. Aber wie gesagt, es nützt mir ja nichts, wenn ich immer am Rackern und am Tun bin und es mir nicht gut geht dabei, weil es meine Gesundheit angreift. Wenn ich 12 oder manchmal 15 Stunden am Tag arbeite, unterwegs bin, hatte vor kurzem wieder so einen Tag, wo ich von morgens um 8 bis nachts um 1 gearbeitet habe, weil es wirklich spannende Dinge waren und tolle Thematiken. Aber es muss auch von den Menschen die Resonanz da sein. Und wenn diese Resonanz ausbleibt, was würden Sie an meiner Stelle tun? Würden Sie immer weitermachen, wenn Sie sehen, es schätzt Sie niemand, sondern die Menschen sitzen auf ihren bequemen Wohnzimmersesseln oder auf ihrer Wohnzimmercouch, nehmen die ganzen Informationen an, setzen sie um, finden den richtigen Mediziner oder Zahnarzt oder das richtige Produkt und nehmen das hin und sagen, ja, wunderbar, toll gemacht, Norbert, Dankeschön. Geht nicht mehr so weiter. Über Astra werden Sie in Zukunft die Sendung von 19 bis 20 Uhr sehen, über Schweiz 5, wie gesagt, dienstags, mittwochs und Donnerstag zur gewohnten Sendezeit um 20 bis 21 Uhr. Ich überlege mir mit anderen Voraussetzungen ein neues Format. Das wird einen etwas anderen Titel tragen. Und dort werde ich über eine Organisation arbeiten, die ich gerade ins Leben rufe und dann den Menschen Hintergrundinformationen zukommen lassen, dass sie sich aus der Matrix befreien können und andere Wege gehen. Denn es gibt sie, die anderen Wege. Es gibt die anderen Wege, aus dieser ganzen Druckgeschichte herauszukommen, die unsere Systeme über uns stülpen. Und es gibt den Weg, wieder Mensch zu sein. Was dahinter steht, das werden wir zur entsprechenden Zeit veröffentlichen. Auf eine Sache möchte ich nochmal hinweisen, weil es mir sehr am Herzen liegt. Und da hoffe ich auch, dass Sie sich engagieren. Und ich denke immer, wenn die Menschen das sehen, müssten sie doch irgendwann mal begreifen, dass es wichtig ist, dass ihnen das nicht passiert oder dass sie nicht in diese Lage kommen und dass sie andere unterstützen. Und immer wieder fällt mir der Satz eines Indianerhäuptlings ein, den ich vor kurzem auf einem Vortrag wieder gehört habe, der da hieß, als die Weißen kamen und uns Zivilisation gebracht haben und wir das gesehen haben, kann ich heute nur antworten, wir hatten keine Gefängnisse, weil wir keine Verbrechen hatten. Wir hatten keine Schlösser und keine Schlüssel, weil es bei uns keine Diebe gab. Und wenn bei uns jemand nötig etwas gebraucht hat, weil er nichts hatte, dann haben wir es ihm gegeben.
Das ist eine Welt, in die ich mich hinsehne, dass die Menschen wieder ordentlich miteinander umgehen und nicht nur über Vorschriften und Paragraphen und jeder dem anderen versucht, eine reinzuwirken. Und das sind Dinge, die bedeuten Menschlichkeit und die sind auch Zukunft. Und alles andere wird vergehen. Wenn ich mir diese ganzen Dinge anschaue, brauche ich nur die Zeitung aufschlagen. Habe ich heute mal wieder gemacht. Beim Essen lag sie zufällig auf dem Tisch. Und ich rede da von der Tageszeitung, nicht von Boulevardzeitungen. Und wenn ich schon wieder lese, dass die Krankenversicherungen teurer werden, dass das nicht funktioniert, hier, da ist wieder ein Problem aufgetaucht. Und dort, wieso sind diese Probleme da? Wollen das die Menschen nicht verstehen? Die Probleme sind da, weil wir ein Geld-, Zins- und Drucksystem haben. Und solange dieses System erhalten bleibt und solange Sie daran festhalten, wird sich nichts verändern. Und wieso haben wir immer mehr Menschen, die psychisch krank sind? Burnout bei 14-Jährigen. Menschen, die, man sagt immer, ja, wir werden immer älter. Pfeifendeckel werden wir immer älter. Was heißt denn älter werden? Heißt älter werden, ab 60 in irgendwelchen Kliniken verbringen die Zeit oder im Pflegeheim liegen, sich nicht mehr bewegen können oder in einer Burnout-Klinik oder in einer Psychiatrie zu sein? Heißt das älter werden? Da verzichte ich gerne drauf. Älter werden heißt bei mir, das Alter in Gesundheit genießen. Das heißt älter werden. Und wie hat mein Großvater immer gesagt, ein Indianer stirbt gesund. Und da werden jetzt viele Menschen sagen, wie gesund, wenn ich gesund bin, sterbe ich doch nicht. Doch, man stirbt oder man geht von diesem Planeten, wenn man seine Lebensaufgabe erfüllt hat. Und nicht, wenn man seinen Körper runterrandaliert hat und dann irgendwann sich nicht mehr bewegen kann oder so eine Batterie von irgendwelchen Pillen oder sonstigen Sachen zu sich nehmen muss, um die Systeme noch aufrechtzuerhalten. Und das hat nichts damit zu tun mit menschlichem Leben. Das sind alles menschengemachte Dinge, die in der Masse zu einem dienen, um Geld zu verdienen. Und hier möchte ich Sie nochmal aufrufen. Ich habe diesen Aufruf schon vor 2 Wochen das erste Mal gemacht. Hier geht es um ein Mädchen mit 12 Jahren, die Gebärmutter- oder Gebärmutterhalskrebs hatte, der mit Chemotherapie behandelt wurde. Man sagte ihr, das wäre überwunden. Wochen später bekam sie eine Lungenentzündung und hat jetzt Tumore und Metastasen und was weiß ich im ganzen Körper. Nun hat sich das Institut Innercarp in Rolandseck nach einer Untersuchung bereit erklärt, da was zu tun. Und die Behandlung über diese Frequenzen und Schwingungen scheinen anzuschlagen. Und worum geht es mir? Die Familie ist nicht sehr begütert. Und es geht mir darum, dass wir alle mal wieder Gemeinsamkeit zeigen und uns da beteiligen. Wir blenden noch einmal, danke an die Regie, wenn wir das in den Vordergrund nehmen. Hier unten steht die Kontoinhaberin, die Birgit Karcher. Drunter steht die IBAN-Nummer und den BIC. Ich mache das noch mal etwas größer, dass man das auch gut lesen kann. Und es wäre schön, wenn Sie sich diese Nummer notieren. Ich lese sie auch mal vor, für die, die vielleicht jetzt noch Block und Bleistift holen müssen. Denn es ist wirklich wichtig, dass wir Solidarität zeigen untereinander und Menschen helfen. Gerade wie schlimm ist es dann, wenn ein Kind stirbt? Wie schlimm ist es, wenn Sie Ihr Kind verlieren? Jetzt lese ich die Nummer noch mal vor. Die IBAN.de 93 60 25 0010, dreimal die 0 und die 8, 309734. Das ist die IBAN-Nummer und das Konto ist bei der Kreissparkasse Waiblingen in Deutschland. Und für die, die noch einen BIC brauchen, der heißt SOLA.DE/SLWBN. Brauchen Sie teilweise für internationale Überweisungen, aber wenn Sie den IBAN haben, müsste das eigentlich reichen. Das ist so eine Geschichte, liebe Zuschauer, wo ich sehr mich auch engagiere und sehr stark dahinter bin. Warum? Weil das einfach Dinge sind, die unsere Menschlichkeit beweisen. Und anderen zu helfen, ist doch schön. Wenn ich in den letzten 5 Jahren zurückrufe, wie viele Menschen habe ich auf die Füße geholfen und ihnen gezeigt, wie es geht und gesagt, hier, komm, geh ins Fernsehen, zeige, was du für ein tolles Produkt hast. Und wenn ich mir dann die Ergebnisse anschaue, naja, ist nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Eine andere Geschichte, Kongresse. Kongresse sind was ganz Tolles. Warum? Erfahrungen aus erster Hand,
tolle Informationen, der Mensch, der das verkündet, steht vor mir und so ein sensationeller Kongress für alle Zuschauer in Deutschland oder die auch aus der Schweiz, die eine Strecke von 500 Kilometer auf sich nehmen, denn er geht 3 Tage und ist mit Sicherheit interessant. Akasha-Kongress zeigen wir einmal Back to Heels, neue Wege zur Gesundheit von 14. bis 16. Oktober in Köln-Bergheim. Wir gehen da jetzt nochmal auf die Website und schauen uns das Ganze an. Hier haben wir es. Das ist der Kongress in Köln-Bergheim. Wir schauen uns auch nochmal den Trailer an. Meine Lieben, das wäre ein Kongress, wo Sie mit Sicherheit richtig wären, denn dort erfahren Sie viele Dinge, die einfach ein Teil unserer Gesundheit sind. Und in diesem Teil unserer Gesundheit gibt es Menschen, die einfach neue Wege gehen. Wir zeigen Ihnen noch einmal die tolle Liste der Referenten. Das beginnt hier beim Dieter Bröers, beim Dr. Med Dietrich Klinghardt, bei Dr. Med Joachim Mutter, bei Rüdiger Dahlke, geht weiter mit Professor Dr. Nauk Dr. Med Enrico Edinger, Professor Dr. Med Dr. Kemp George Birkmeier, NADH, war auch schon bei mir in der Sendung, der Rick Simpson, Boris Boitschenko, paranormale Chirurgie, das kennen Sie auch. Dann geht es weiter, Markus Schmieke, Timewafer, Alexander Rusanov, ein Heiler aus Russland, Dr. Habil Jochen Kadis und Rolf Krohn. Also es sind ganz, ganz interessante Menschen da. Auch ihn habe ich schon interviewt, Eduard Guljarev. Nutzen Sie die Zeit. Sie finden auch noch einige interessante Stände. Ich glaube, 30 Stände gibt es vor Ort. Messestände oder kleine Präsentationen, wo Sie tolle Produkte auch erwerben können. Das ist eine ganz spannende Thematik, gesund zu bleiben, fit zu bleiben. Und ich sage den Leuten immer, was wollt ihr denn mehr im Leben als Fitness, wenn ihr durchs Leben rennt und es geht euch nicht gut, was habt ihr dann vom Leben? Dann ist alles nichts. So, dann schauen wir mal, was wir noch weiter haben heute. Es gibt auch noch ein paar andere interessante Geschichten. Wie gesagt, ich habe es auch in den Sendungen schon ein paar Mal gesagt, mein absoluter Liebling war in den letzten 12 Monaten Dr. Eric Pearl. Reconnection, verbinden Sie sich zurück. Sein Zaubersatz ist, der sein inneres Licht entdeckt hat, wird immer stärker und nicht schwächer. 7. bis 11. Oktober in Basel. Informationen und Anmeldungen gibt es über die Website www.thereconnection.com. Per Mail weitere Informationen kriegen Sie unter info@thereconnection.com. Dann können Sie sich auch Tickets bestellen über eine Telefonnummer, die da unter Vrage Events rechts steht. Das ist in Deutschland die +49 oder 0049 4041 329715. Oder Sie informieren sich über den Reconnection-Verband, und zwar über www.reconnection-verband.eu. oder die gleiche E-Mail-Adresse info@reconnection-verband.de. Auf diesen Vorträgen von Dr. Eric Pearl kriegen Sie einfach Informationen und Hintergründe, die wir so nicht kennen. Die lesen Sie in keiner Boulevardzeitung, die lesen Sie in keinem Mainstream-Medium, geschweige denn, dass Sie die auf anderen Sendern im Fernsehen sehen. Warum nicht? Ja, Sie könnten ja aufwachen und plötzlich sehen, dass die Welt gar nicht so ist, wie es immer Ihnen vorgezeigt wird. Und dass es ganz andere Wege aus diesem ganzen Dilemma gibt. Und vielleicht gehen Sie irgendwann hin und sagen, Mensch, ich will das auch nicht mehr. Ich will frei sein. Und was heißt denn frei sein? Frei sein heißt
eigenverantwortlich, selbstbestimmt und selbstbewusst zu leben. Und Selbstbewusstheit und Selbstbestimmung heißt, ich beachte die Gebote. Ich tue keinem Menschen Schaden an Leib und Leben zufügen und seiner Seele schon dreimal nicht. Ich übe keine Brutalität aus gegenüber Tieren. Ich achte und respektiere die Natur. Ich mache keinen Diebstahl. Ich begehe keinen Ehebruch und alle diese Dinge. Wenn wir das wieder tun würden, glauben Sie nicht, dass unsere Welt dann ein bisschen anders wäre? Wenn ich manchmal erlebe, wie Menschen rücksichtslos miteinander umgehen und gerade wenn sie sogenannte Ämter, ich sage extra sogenannte, weil die gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, begleiten oder in einer Verwaltung sitzen und dann andere Menschen drangsalieren oder Firmen rücksichtslos gegen andere vorgehen und die kaputt machen, das soll eine Welt sein, die ich toll finde und das System soll ich unterstützen oder aufrechterhalten wollen? Bestimmt nicht, denn das ist zum Scheitern verurteilt. Und da folgt auch immer der schöne Satz, lass doch die Welt untergehen, dann können wir endlich in Frieden und Harmonie auf der Erde leben. Sollten wir mal drüber nachdenken. Und wenn Sie in Ihrem Kopf auch ein paar andere Gedanken bekommen möchten, wenn Sie wieder feststellen, wie Ihre Kreativität wachsen kann, dann sollten Sie Access Bars machen. Ich liebe das, weil es einfach eine entspannende und wundervolle Geschichte ist. Und die Ingrid Hüttenrauch, die schon einzelne dieser Events, die wir veranstaltet haben, besucht haben, die macht das ganz besonders toll und vielleicht fahren Sie auch mal ins Allgäu und besuchen Ihr Naturhotel oder Ihre Naturpension. Ihr Mann betreibt einen Bioladen in München. Also es ist alles wunderschön. Access-Sitzungen, hier haben wir es, Dienstag, 25. Oktober. Terminvereinbarungen über die Time-to-Do-Redaktion unter 044 733 44 00 oder per E-Mail an redaktion@timetodo.ch. Die Ingrid Hüttenrauch ist Heilpraktikerin, informiert über Access Bars und beantwortet ihre Fragen in einem Infoabend. Der ist um 19 Uhr und wenn Sie sich die Behandlungen einmal gönnen möchten, stehen mehrere Practitioner, was ein Wort, also die es schon können, zur Verfügung. Die Sitzung dauert 45 Minuten, kostet 90 Franken und findet im Restaurant Element im angrenzenden Seminarraum in der Lotzwilstraße 66, wo früher auch unser Studio war, statt. Und es geht einfach um das Thema der mentalen Klarheit. Die Behandlung erfolgt durch leichte Berührungen. Sie sehen es links auf dem Bild, wie Ihr Kopf an verschiedenen Stellen berührt wird. Die Bars bestehen aus 32 Energiepunkten am Kopf. Hier sind alle Gedanken, Gewohnheiten, Verhaltensmuster und Glaubenssätze zu verschiedenen Lebensbereichen gespeichert. Während einer Access-Bar-Sitzung verlangsamen sich die Gehirnwellen und ermöglicht so den Zugang zu diesen elektromagnetischen Speichern. Durch sanftes Berühren können diese Punkte aktiviert werden. Das heißt, der Körper wird hierdurch in die Lage versetzt, sich wieder selbst zu regulieren. Verdichtete Energien und Begrenzungen, die wir uns meist unbewusst eingeprägt und zu eigen gemacht haben, können sich auflösen. Eine Barsitzung wirkt ähnlich wie ein Reset-Knopf, der das System neu startet und dadurch Freiraum schafft. Die Anwendungsbereiche sind Stresssyndrome, Depressionen, Migräne, Ängste, Burnout, Schlafstörungen, Unruhezustände, Lebenskrisen, Regeneration und Neuorientierung sowie zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen bei ADHS-Syndrom, Hyperaktivität, Formen von Schulstress und vieles mehr. Ja, liebe Zuschauer, ich lasse das gerade hier, ich lasse das gerade noch einmal ganz kurz stehen, dass Sie sich das einprägen können. Wie gesagt, am 25. Oktober um 19 Uhr ist der Infoabend und wie gesagt, am gleichen Tag, tagsüber stehen Ihnen auch die praktisch Anwender zur Verfügung, die das können. Melden Sie sich rechtzeitig an. Es sind natürlich die Plätze begrenzt. Sie können sich vorstellen, wenn es 45 Minuten geht, sind 8 Leute von einem zu machen. Es sind, glaube ich, 3 da, also mehr als 24 Personen können das nicht genießen, denn es würde einfach die Zeit übersteigen. Notieren Sie sich den Termin Dienstag, der 25. Oktober im Restaurant Element in der Lotzwilstraße. So, schauen wir mal, was wir noch auf der
Karte haben. Neben dem Kongress, den ich Ihnen vorgestellt habe, gibt es auch noch eine andere Geschichte, wo mein Herz dran hängt. Die Natur, Bäume, Pflanzen sind der wichtigste Bestandteil. Wenn die Bäume immer mal verschwinden, dann merken wir, dass es uns plötzlich nicht gut geht. Weil, was tun die Bäume? Den Dreck in der Luft nehmen sie auf, arbeiten ihn um und geben wieder Sauerstoff ab. Das ist das eine, sie spenden uns Schatten, sie tragen Früchte. Eine wunderbare Thematik. Und ich unterstütze das Desert Greening Baumprojekt in Algerien und ich hoffe, dass mehr Menschen, vor allen Dingen Regierungen und Menschen, die über viel Geld verfügen, da teilnehmen. Wir blenden es einmal ein. Time to Do unterstützt die Desert Greening Baumpatenschaft. Mitwirken am Lebensraum. Werden Sie Baumpate, helfen Sie, die Wüste zu begrünen und unterstützen Sie der Jam durch eine Baumpatenschaft oder eine Spende. Die Baumpaten unterstützen das Projekt nachhaltig, um die Forschung weiterzuführen und praktische Anwendungen zu vervollkommen. Was sind Baumpaten? Baumpaten sind Menschen, die einen Baum kaufen. Jetzt gehen wir mal da etwas nach unten. Da sehen Sie die Bilder, wo die Menschen in Algerien arbeiten. Und wenn sie dort Arbeit haben, was werden sie dann nicht tun? Nach Europa kommen, weil was sollen sie auch hier? Sie wollen doch lieber in ihrem Kulturkreis und bei ihren Freunden bleiben. Werden Sie aktiv, unterstützen Sie die Wüstenbegrünung nach Kräften durch eine Baumpatenschaft. Ich werde Baumpate und das geht ganz einfach. Bitte verwenden Sie einen Einzahlungsschein oder gehen Sie auf www.desertgreening.com. Wählen Sie Ihre Partnerschaft, tragen Sie Ihren Namen in das Feld Baumpatenschaften ein und drücken Sie auf den Warenkorb, geben Sie Ihre Angaben in das Formular ein, klicken Sie auf Jetzt kaufen. Nach Zahlungseingang erhalten Sie eine E-Mail. Sie erhalten auch eine Urkunde dazu und so, wie Sie hier sehen, sieht das Ganze aus. Da steht drin, dass Sie Baumpate sind und welche Nummer Ihr Baum trägt. Und hier haben wir zwei, die Sie auch kennen, die das bereits gemacht haben. Links die Sabine Linek, bekannte Naturheilpraktikerin, die das Dunkelfeld revolutioniert hat und mit Sanation vielen Menschen hilft. Und hier der ehemalige Kulturchef des MDR Dresden, Uli Pape, ein Vollblutjournalist, der auch schon Baumpate geworden ist. Und hier sehen Sie noch, wie diese Bäume gepflanzt werden. Und schauen Sie mal, wie grün es da schon überall ist. Mittlerweile wird Kamut angebaut, Salat, Äpfel, alles wächst da unten. Denn der Majid Abdelaziz arbeitet auch als Regenmacher und hat mit dem Orgonsystem nach Wilhelm Reich bereits viel, viel in trockenen Regionen erreicht, in der Mongolei, Namibia, in vielen, vielen Ländern. Unterstützen Sie das. So, meine Lieben, jetzt gehen wir kurz in die Pause und dann schauen wir mal, was es noch Interessantes gibt, vor allen Dingen, was sich an unserem Himmel tut und was es für Wege gibt, das etwas zu ändern. Bis gleich nach der Werbung. TimeToDoShop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline. So, und schon sind wir wieder da. Haben Sie schon einmal was von dem Projekt Blue Beam gehört? Wahrscheinlich nicht, weil es kann natürlich vieles Ihnen vortäuschen, was es gar nicht gibt. Aber es sieht komplett realistisch aus. In Dubai war nicht vor allzu langer Zeit mal so eine Vorführung. Und jetzt schauen Sie mal, was ich Ihnen da zeige. Dieser Beitrag sitzt auf YouTube. Den können Sie auch selbst anschauen, wenn Sie eingeben Project Blue Beam, B-E-A-M, Blue, B-L-U-E. Also, schauen Sie selbst. Thank you.
Meine Lieben, ihr habt es gesehen. So geht das. Das sind neue Technologien. Was meint ihr, was man mit riesigen Satelliten, die diese Technologien beherrschen, euch alles vorspielen kann? Und man glaubt, es wäre Realität. Und wenn Sie das gesehen haben, und natürlich haben Sie gesehen, als der Mann mit dem Kind durch die Projektion hindurchlief, aber wenn das richtig perfektioniert wird, meinen Sie wirklich, dass das ist, etwas ist, wo man mitspielen will? Da gibt es ganz andere Spielfelder. Nur, wir sind ignorant, wir wollen es nicht sehen. Und wir werden beschäftigt. Von morgens bis abends gibt es richtig viel zu tun für uns. Und hier muss was erfüllen und dort muss was und hier muss hin und da muss dahin. Muss. Sind die Menschen auf diese Welt gekommen, um zu müssen? Um ständig irgendwas zu müssen? Tja, vielleicht müssen wir auch noch was ganz anderes. Vielleicht müssen wir auch mal an den Himmel schauen oder gucken, was um uns herum abgeht. Die ganzen Thematiken, die Sie auch aus meiner Sendung kennen, Chemtrails, Harp und so, immer wieder gibt es dann im Mainstream die Aussagen, gibt es alles nicht, alles Unsinn und so. Und ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, in meinem alten Duden steht noch drin, der Kondensstreifen wenige Sekunden bis, oder einige Sekunden bis wenige Minuten. Und heute, wenn Sie so, Wikipedia anschauen, dann ist plötzlich der Kondensstreifen von einigen Minuten bis vielen Stunden. Ich habe Meteorologen gefragt, ob sich unsere Atmosphäre in den letzten 20, 30 Jahren verändert hat, ob die Luftfeuchtigkeit, die Temperaturen, irgendwas, Luftdruck anders geworden ist. Nein, ist alles noch so, wie es ist. Und dann gibt es Beiträge auf YouTube, wie den, wo ich Ihnen jetzt einen Ausschnitt zeige. Und dann schauen Sie mal, was das so alles ist. Er ist leider in Englisch, aber wir schauen uns ein paar Ausschnitte an. Schauen Sie hier.
Obwohl Egon bestimmt ein schöner Name ist, aber. Ja, meine Lieben, schauen Sie sich das an, was da so alles aus den Düsen rauskommt. Und wie gesagt, vor kurzem habe ich den ersten Bericht gelesen von einem Schweizer Institut, was dann doch festgestellt hat, dass da plötzlich aus den Triebwerken etwas herauskommt, was eigentlich da gar nicht hingehört. Jetzt schauen wir uns mal den Flieger an, plötzlich kommt da gar nichts raus und plötzlich kommt da wieder was raus. Und jetzt frage ich mich, wieso und warum und wo kommt es denn her, was da rauskommt? Und das sind diese unterschiedlichen Dinge. Vielleicht ist Ihnen auch schon mal aufgefallen, dass wenn Sie Flüge machen, dass plötzlich gesagt wird, schließen Sie die Rollos an Ihren Fenstern. Vielleicht würden die, die hinter dem Triebwerk sitzen, dann plötzlich etwas sehen, was sie nicht sehen sollen. Und wie gesagt, wie soll das hier funktionieren? Wir gehen mal ein Stückchen weiter vor. Das Ganze nennt sich Geoengineering oder Wettermanipulation. Und wenn wir uns das anschauen, was da passiert, wie kann da vom Himmel plötzlich so ein Strahl runterkommen? Ich bin da immer am Zweifeln, wenn ich das sehe. Ich gehe noch mal weiter vor und zeige Ihnen mal noch so ein anderes Bild. Aber was kommt denn da raus aus dem Flugzeug und wo das rauskommt? Und das sind sogenannte Anlagen, die bis in die Stratosphäre große Schwingungswellen schicken, die auf einer anderen Seite zum Beispiel wieder reflektieren oder böse Dinge verursachen, wie Vulkane, die plötzlich ausbrechen, oder Erdbeben, die plötzlich unterirdisch auftauchen. Da wird es hier erklärt, wie das alles funktioniert. Schauen wir uns so eine Anlage nochmal an, wie die aussieht und was da gemacht wird. Und da sehen Sie jetzt, wie das gemacht wird mit diesen sogenannten HARP-Anlagen. Russia has one in Vasilursky near Nizhny Novgorod, and the European Union has one near Tromsø in Norway. Working in tandem, these transmitters could potentially alter the weather anywhere in the world, changing the jet streams. These are fibers we could say that do not exist in nature. People around the world are developing
developing lesions on their skin that ooze and produce fibers. This is known as Morgellons syndrome. Haben Sie vielleicht auch schon mal gehört den Begriff Morgellons? Cultured from ordinary people without this ailment, contained from saliva samples, tissue from the skin, mucus. Das sieht natürlich nicht besonders sexy aus. Fibers or filaments come from. Additionally, da hat mich eine Frau angeschrieben vor nicht allzu langer Zeit, dass plötzlich so silberglänzende Fäden vom Himmel gefallen sind. Das ist auch ein schönes Bild. Und jetzt schauen wir uns nochmal einen anderen Ausschnitt an, den ich Ihnen zeigen will. Moment, dann müssen wir das erst ausmachen. So, das war vor nicht allzu langer Zeit von Fischern gefilmt worden, die in der Nähe des Iran beim Fischen waren und plötzlich haben sie das gesehen. Schauen Sie selbst. And he exercises all the power of the first beast before him, and causes the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men, and deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by his sword, and they lived. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship. Sehr verwackelt und da ist auch der Finger mal drauf. Ist natürlich eine Aufnahme mit dem Smartphone. Die sind dann ganz, ganz schnell da weggefahren. Und das war das Ergebnis. Das sind Delfine. Und wie Sie sehen, sind die verbrannt. Und zwar richtig verbrannt. Und so sah das dann am Strand aus. Photograph coming in my opinion, what we're looking at is a harp weapon. In your face, in my opinion, this is what it is. I've been waiting to say that harp and the weather can be weaponized, and I think this is a is able to get anywhere around the world to harness or weaponize Mother Nature. Hier gibt's noch ein paar schöne Bilder. Schauen Sie sich mal an, was mit dem Licht da ist. Sehen Sie das? Hören Sie diesen Ton? Immer mehr Menschen berichten uns von Brummtönen, die plötzlich auftauchen und die keiner lokalisieren kann oder nicht weiß, wo sie herkommen. Das ist eine Aufnahme aus der Nacht. Und das sind im Prinzip Schwingungsfrequenzen. This is not good, y'all. Up. There's it's one coming up, to it. It's coming up to it. I got that on film right now. So listen.
alles Aufnahmen von Menschen, die vor Ort waren und plötzlich dieses seltsame Phänomen gesehen haben. Alle künstlich erzeugt. Haben Sie in Ihrer Kindheit solche Wolken gesehen? Also ich nicht. Es gibt Phänomene wie tote Vögel. The guise of global warming for our carbon footprint, and the whole reason that these Antarctic and Arctic and ice shelves are melting is because their TTAs are heating them, they're superheating them and causing them to melt. In so doing, schauen Sie mal, was da am Himmel passiert. We're being told that welche natürliche Witterung soll solche Dinge erzeugen? That's to be expected somewhat. I can't explain. I'm completely in awe of this video. If you ask me this for the first time. Ich gehe noch ein Stück weiter vor. Experimental phenomenon of the creation of ball lightning. It has been created in the laboratory all over the world. And it has not been created on the scale that was created 100 plus years ago and demonstrated and verified. So that is something that is really perplexing. So could this be Tesla's secret experiments that are happening right now that the major elite that have taken advantage of this information, they've kept it suppressed from the public, and they're harnessing it right now in front of our eyes, as in this video, that Tesla's ideas and technology exist, but they're not sharing it with us? I wouldn't be surprised. There are characteristics of this metallic object that does look like a Tesla ball. It does. Gehen wir noch ein Stück nach vorne. Blake. I'm looking at Jeffrey's email right now, and he describes he couldn't hear the thunder. Ja, liebe Zuschauer, das sind so die ersten Spielereien. Dann haben wir noch einen schönen Beitrag, wo es auch wieder darum geht, Chemtrails, alles Unsinn, Verschwörungstheorien. Blenden wir nur mal einige Dinge noch ein.
Und das, liebe Zuschauer, sind Piloten, die da sprechen. Haben wir das früher mal gesehen? That this global geoengineering effort goes by the name of, quote, Indigo Skyfold, unquote. At least within the circle of pilots and aviation crews that he works with, they are told to fly specific routes. So sehen die Flugzeuge von innen aus. Aha, das ist bestimmt ein Fluglinien, die Linienflüge machen, die quadratische Muster an den Himmel machen. Pilot navigation and maintenance crews are rotated constantly. And only spend about 18 months at one given base. He states that this is to keep pilots and their families from making too many friends and ending up with loose lips. Plus, they also rotate between day and night flights, one base for daytime flights and one for night. Each base covers a 250-mile zone, and each fleet squadron of planes cover three states, or an even larger swath of ocean. They're told to simply do their job and shut the F up. Hier wird der Himmel zugemacht. Je weniger Licht auf die Erde kommt, je weniger Menschen erwachen. Licht ist eine Basis zum Leben und je mehr man uns wegnimmt, desto schwieriger wird es, auch mit der Vitamin-E-Produktion und anderen Dingen. We are dedicated and committed to keeping our allies safe from the same skyward threats, so we extend the arm of protection to those countries who support our efforts. Hostile nations are also building atmospheric shields, while in the same discourse to me. I think this pilot either believes what he is told as well. Zero information found on the internet for this operation, but what soldier ever truly does? Several of us have considered bucking the ranks and going AWOL from time to time. We are kept in the dark when it comes to getting honest answers about what we are really spraying. Should they discover that we or our families are actively inquiring about your so-called chemtrail souls, but as you must know, 80% or better do not have any family or children. Indigo pilots are chosen from the top ranks within the Air Force, Navy, and Coast Guard. Most of the pilots are, quote, hardened to humanity, unquote, and could care less about killing off unwanted or leeching after. Schauen wir noch mal ein bisschen so in das Innere dieser Flugzeuge. There are harp arrays of every possible design, with many arrays surrounding these islands within the depths of the ocean itself. The Navy has developed sophisticated underwater construction technology that allows wozu man sowas braucht. Naja, liebe Zuschauer, wir lassen vielleicht die ganze Sendung ausklingen mit einem meiner Lieblingssongs. Und er bringt's auf den Punkt. Und Sie kennen ihn alle. Und ich wünsche Ihnen von hier aus schon einen schönen Abend. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Es herrscht Depression. Viele sind ohne Arbeit oder haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Banken gehen pleite, Geschäftsleute haben eine Waffe unterm Ladentisch. Verbrecher machen die Straßen unsicher. Es scheint niemanden zu geben, der weiß, was man dagegen tun kann. Wir wissen, die Luft, die wir einatmen, ist vergiftet, genauso wie die Lebensmittel, die wir essen. Wir sitzen zu Hause im Sessel, sehen fern und lassen uns von irgendeinem Ansager erzählen, dass es heute 15 Morde und 63 Gewaltverbrechen gegeben hat. So, als ob das ganz normal wäre. 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 Meine Augen werden glasig und der Atem wird schwer aufgrund der dauernden Tragik. Doch ich warte nicht mehr, denn es ist längst schon so weit. Auch wenn der Rest noch schweigt und hofft, dass sich alles bessert, rufe ich, es wird Zeit, dass jeder Mensch sich erhebt, solange das Herz sich bewegt. Ist es vielleicht die letzte Möglichkeit, doch längst nicht zu spät. Ja, meine Meinung, keine Zeitung und kein Fernsehen erzählt. Doch was bedeutet Mensch sein, wenn die Menschlichkeit fehlt? Auch wenn ihr Werte verdreht, die Luft verpestet und quält, werde lebt, die Erde stillt, halt und Grenzen erhebt, steht ein Mensch euch im Weg. Nicht allein, sondern als ein Teil von einem frei vereinten und vergessenen Planet. Das erste Gebet wird jetzt zur letzten Instanz, weil sich die Stärke erhebt hinter den Bergen aus Angst. All die Herzen versammeln sich zur Eindringlichkeit, weil gemeinsame Einsicht auf Weitblick verleiht. Es ist Zeit, den
Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.